Weiß gar nicht, welche Reifen ich als nächstes raufkrieg. Ich gucke ihn mir gleich mal an. Hä? Ich hab nichts gesagt, Junge! Ich glaube, der Typ will mich verarschen. Wenn da stand irgendwie diese Runde ran und ich glaube, da stand diese Runde ran, könnt ihr vergessen. Ich gehe diese Runde auf keinen ran. Ich kann nämlich noch ein bisschen fahren mit meinen Reifen hier. Oh. Wobei, vielleicht sollte ich sogar ran. 14 Runden noch. 2 Reifensätze kriege ich. Es kommt drauf an, welche Reifen ich krieg. Das weiß ich gerade nicht. Man kann das auch irgendwo nachgucken, glaube ich. Das ist dasselbe, was ich... Nee. Aktuelle behalten. Nein! Oh. Der will mich verarschen, habe ich gerade das Gefühl. Der kam mir gerade mit einer 4-Boxen-Strategie, also 4-Boxen-Stops. Das heißt, ich würde noch 2 machen, auf keinsten. Die nächsten Reifen, sehe ich gerade, sind die Super Soft. Und ich denke mal, danach wird nochmal Super Soft kommen. Bin gerade am Überlegen, wie lange fahre ich jetzt mit den Reifen hier schon? Ich versuche gerade irgendwie, ob ich das hinkriege, einen 2er-Boxen-Stop zu machen. Dass ich nur noch einmal ran muss, aber ich glaube, das wird nichts. Bin, glaube ich, in der 8. Runde rein, oder? Oder, nee, 8. nicht. 6. 5. oder 6. Runde bin ich, glaube ich, rein, ne? Das heißt, ich wäre jetzt so ungefähr 10 Runden gefahren. Und, nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Also dann lieber zweimal noch die Super Soft. Geh zum Arzt mit deiner Strategie, Alter. Kann gerade eh nicht gucken. Zu viele Kurven hier. Zu viele Fehler, die ich machen könnte. So, ich guck mal. Oh. Mit S. Wie weit komme ich mit den S-Reifen? Interessant. Aber ich denke... Fick dich! Alter, der will mich sowas von verarschen. Ich denke, ich mache 2-mal Super Soft noch. Das sollte eigentlich passen. Dann habe ich die schnellsten Reifen drauf, die hier gehen auf der Strecke. Und das sollte eigentlich auch hinhauen dann. Ich fahre noch mal 1-2 Runden, muss ich mal gucken, wie lange der linke Vorderreifen das noch aushält. ich überstrapaziere die schon wieder. 1,3 Sekunden, Rosberg. Okay, der hat gut aufgeholt. Die Runde schaffe ich auf jeden Fall noch mit den Reifen, aber dann muss ich auch echt an die Box am Ende der Runde. Dann hole ich mir Super Soft und danach gehe ich dann nochmal mit Super Soft ran. Wobei, wenn ich jetzt mit Mittel schaffe ich 12 Runden mit Mittel. Das ist die Frage, ne? Ist das gleiche? Nein. Okay. Dann halt doch. Ich muss gerade mal... Super Soft, die will ich als nächstes haben. Boxenstopp. Rosberg. Chill dich.
Nein! Scheiße! Was habe ich getan? Oh mein Gott, das wird mir jetzt richtig viel Zeit kosten. 9 Frontflüge. Oh, scheiße. Nein. Warum war ich so unvorsichtig? Kommt schneller. Bitte, 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 gib Gas. Komm schon. Lass mich weiter. Oh mein Gott. 6 Sekunden extra gestanden. Fuck. Was machst du denn? Warum ziehst du links rüber? Oh, Alter. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir sind jetzt 10. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Ah. Ich hole ihn jetzt. Boah, gewagt, aber wer nicht gewagt, der wird nicht gewinnt. Oh, hoppala. 9. Platz. Okay, vor uns haben wir da aber ein paar, die wir demnächst sogar vielleicht holen könnten. Ich fahre noch auf Fett, sehe ich gerade. 9% abgenutzt. So, 1,25 Runden habe ich noch extra im Petto. Ich werde jetzt einfach nochmal durchziehen, was ich kann. Oh, scheiße, zu weit rausgekommen. Raikö wird, glaube ich, gleich mit DRS kommen. Oder konnte ich ihn abhängen? Nee, er ist eigentlich drin gewesen. Aber irgendwie kann er nicht rankommen. Boah, ich mache hier gerade aber auch nur Mist, ey. So, jetzt einfach, komm, konzentrieren und zu Ende fahren das Ding. 10 Runden noch. Das ist eine Vierergruppe. Das sind sogar 5, glaube ich. Einer, der ein bisschen weiter vorne ist. Da muss ich aufpassen. Die werden gleich alle versuchen zu überholen mit DRS. Das kann übel werden. Oh, Alonso ist dabei. Und noch andere. Die anderen Namen konnte ich gerade nicht lesen. Oh, Alonso! Sainz. Gutierrez und Hülkenberg ist das, glaube ich, davor. So, ich bin auf jeden Fall im DRS-Fenster drin. Aber die anderen halt auch alle. Aber da vorne kommt wieder meine Kurve. Pass auf. Jawohl, Alonso habe ich. Junge! Der hängt in meinen Reifen drin! Du Sack! Der hängt gerade links hinten in meinen Reifen drin! Alter! Hätte ich wegen dem jetzt einen Abgang gemacht! Okay, 13,1 Sekunden zum Führenden. Holy shit. Also der erste Platz, der wirkt, glaube ich, nichts. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Ich bin froh, wenn wir... Hoppala! Mit Punkten nach Hause kommen. Als nächstes nehme ich Super Soft, denn die sollten genügen. Einmal muss ich noch ran. An die Box. Ich hätte mittlere Reifen nehmen sollen, dann hätte ich zu Ende fahren können. Ich hätte es tun sollen. Oh, jetzt werde ich hier gerade hart ausgebremst. Komm. Ja, den habe ich.
Puh. Sainz habe ich geschluckt. Gutierrez ist der Nächste. Moin. Da hatte ich gerade hart Glück im Unglück. Dass ich da noch rechtzeitig bremsen konnte und niemanden hinten raufgefahren bin. Puh. So, Gutierrez kommt jetzt mit DRS, aber das wird nicht lang. Das haben schon andere vor dir versucht, mein Freund. Und die hatten bessere Versuche, die waren schon näher dran. Sechster Platz, direkt hinter Hülkenberg. Den ich mir jetzt holen werde. DRS an, jawohl. Und da ziehen wir dran vorbei. Ich behalte meine jetzige Strategie. Ich achte da gerade da gar nicht drauf. Das würde mich nur ablenken. So, fünfter Platz. Da vorne ist Perez auf dem vierten. Mit Medium-Reifen, also Mittel. Die früher mal die Weichen waren. Die weißen. Mit den weißen Streifen. Boah, ich ärgere mich gerade so hart. Ich hätte echt mit Medium weiterfahren sollen. Und meine Nase fängt gerade auf der rechten Seite an zu jucken. Wie sonst was. Ist ziemlich ungeil. Oh. So. Ja, ich bin auf jeden Fall im DRS-Fenster gleich drin. Dann gibt's Party, mein Freund. Den sollte ich auf jeden Fall kriegen, denn da hinten ist auch wieder meine gute Kurve. Und ich sauge mich so schon hart ran. Und jetzt noch mit DRS. Ja. Ich bin in und das ist meine Position. Vierter Platz. Jawohl. Lol. Oh, Moment mal, Benzin. Ja, das sollte ich echt mal machen jetzt. Da hat sich der Nächste verabschiedet. Wir sind nur noch 19 Fahrer. Oh, ich möchte auch nicht der Nächste sein, der rausfliegt. Wer ist denn da so dicht hinter mir auf einmal? Ist das Perez wieder direkt? So, Reifen 54%. Ich hätte echt andere Reifen nehmen sollen. Ich Sackgesicht, ey. Werde jetzt aber kein zu großes Risiko geben mit den Reifen. Wird die, keine Ahnung, bis 23 vielleicht noch fahren. Mal gucken, ob die das durchhalten. Und dann werde ich wechseln. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie so lange durchhalten werden. Wie viel Benzin habe ich noch? Plus 0,54 Runden. 5,3, okay. Das heißt, ich muss auf Standard bleiben. Puh, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich hoffe, die anderen müssen auch noch mal ran. Ja, Streckenbegrenzung überschritten. Was soll ich denn machen, wenn ich mich verbremse? Oh. Ja, ich glaube, das macht auch Sinn, diese Runde reinzufahren. Habe ich ein bisschen frischere Reifen, also gut frischere Reifen, mit denen ich nochmal ordentlich powern kann. Und verliere dann nicht mit denen hier zu viel Speed. Wenn ich rangehe, wäre ich Elfter. Sag mir bitte, dass es noch welche gibt, die ran müssen. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative
Schnauze. Ich zieh das jetzt durch. Boah, wenn mich das echt noch so einen guten vierten Platz kostet, dass ich nochmal an die Box muss. Weil ich dachte, ich muss zweimal super soft noch. Dann kotze ich hart ab, ey. Ja, mache ich auch. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich möchte wenigstens ein paar Punkte haben. Oh. Da habe ich mir aber auch ehrlich gesagt selbst das Rennen ein bisschen versaut. Mit den Flügel, der einen Abgang gemacht hat. Diesmal bin ich vorsichtiger. Und der Dreher, den ich von Verstappen mitgekriegt habe, das war auch scheiße. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, da ziehen sie alle dran vorbei. Oh, ich hoffe, die müssen echt noch mal ran. Bitte. Fertig, los jetzt. Danke. Nein! Ich hab Softreifen drauf! Warum? Das könnt ihr mir nicht antun! Ich habe auf Super Soft gestellt! Nicht euer Ernst! Ich hasse euch, Team! Ich hasse euch! Mann, Alter, es läuft aber auch irgendwie alles schief hier gerade. Alles läuft hier schief, leckt mich doch am Arsch. So, hier rum, jawohl. Wie viel Benzin habe ich? 0,6. Also ich kann fett damit fahren, aber nicht lange. Komm, ich probier's. Und behalt jetzt meinen Sprit im Auge. Vielleicht kann ich ja noch in die Punkte kommen. Müssen die echt nicht mehr an die Box alle? Das kann doch nicht sein. Ein 5 Runden noch. Ich weiß nicht, ob gleich noch einer reingeht. Ich hoffe es. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,4 Sekunden. Alter, 9,4 Sekunden. Ich muss echt nochmal alles geben. Ich muss jetzt powern, was das Zeug hält. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,5 Sekunden. Alles klar, ich habe mal eben so 2 Sekunden gut gemacht und ich habe gerade den schnellsten Sektor 1 gefahren. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass ich hier nochmal hart aufdrehe gerade. Es ist halt auch die einzige Runde bis jetzt, glaube ich, wo ich wirklich freie Fahrt habe. Wo mir keiner vorne rumwuselt, auf den ich aufpassen muss, dass ich da nicht hinten rauf fahre. Jawohl, nochmal schnellste Zeit in Sektor 2. 1,4 Sekunden habe ich gut gemacht. Komm, Power Auto, Power! Gib Gas. Ich hoffe, wenn jetzt einer noch an die Box fährt, das wäre so super. Das wäre perfekt. Das wäre das Wunder, was ich bräuchte. Aber ich glaube, es ist keiner ran, wa? Ja, es ist keiner rangefahren. Ah, oh, das ist so scheiße. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, das bringt mir gerade auch nichts.
Oh, da sind so viele auf einen Haufen. Wenn ich die holen könnte, wisst ihr, was ich für Punkte kriegen kann? Plus 3,2 Runden habe ich noch Benzin. Oh. Mit Supersoft-Reifen wäre ich sogar noch schneller gewesen. Da ist er. Ich habe ihn gerade schon gesehen hier in der Kurve. Ja, Power saugt sich ran, mein Kind. So, hier rum. Jetzt keine Fehler, bitte, 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 bitte. Ich muss langsam auf Standard stellen hier. Es wird sonst ziemlich knapp. Oh. Seinen Namen konnte ich gerade schon mal lesen. Das ist schon mal was. Ah, zu weit rausgekommen. DRS kriege ich nicht. Schade. Nein, was tue ich? Alter, ich bin gerade mega unkonzentriert. Jawohl, da auch nochmal rüber. Verspiel dir doch die Chance, die du dir gerade rausgearbeitet hast, Junge. Verspiel sie doch einfach. Okay, zwei Runden habe ich noch. Um wenigstens in die Punkte zu kommen. Kommen zu weit raus. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal Boden gut gemacht im Gegensatz zur letzten Runde. Komma 7 Sekunden, ja. Und was? 1, okay. Komma 7, okay. Die Zahl davor ist ja so gut wie unnötig. Komm, 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 komm. Vielleicht kriege ich ihn auf der Startgeraden, statt Zielgeraden. Das wäre perfekt. Ah, wobei, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich komme wieder zu weit raus. Und bin nicht im DRS drin. 1,181. Hier sind so viele. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal riskieren soll, auf Fett zu stellen. Den hole ich mir jetzt. Jawohl. Wehe, der dreht mich jetzt, dann kriege ich einen Raster. Ho. Okay. Ich bin in den Punkten drin. Ich bin in den Punkten drin und ich stelle nochmal auf Fett. Ich versuche jetzt alles. Plus 0,3 Runden habe ich. Komm, bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Der könnte es schaffen, der könnte es schaffen. Oh, Gott sei Dank. Alonso. Ja, Zehnter würde ich einen Punkt kriegen. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich wäre immerhin in den Punkten drin.
Und ich bin nicht im DRS drin. Ich kann den Motor nicht runterschalten. Ich hole mir noch Alonso. Hier jetzt. Ja, 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 komm. Nein, nein, nein. Ja, nein. Scheiße. Nächste Kurve kriege ich ihn. Hier jetzt. Jawohl. Plus 0,18 Runden habe ich noch. Alter. Ich muss runterschalten, Benzin. Sonst geht mir gleich der Sprit aus. Das wäre richtig scheiße. Jetzt laufe ich Gefahr, im DRS-Fenster geholt zu werden. Oh. 3 Sekunden Zeitstrafe! Ernsthaft? Nicht euer Ernst! Ich hab schon eine Strafe, ich bin raus aus den Punkten. Leck mich am Arsch, nein. Ich hab mich doch so hart in die Punkte geschwitzt. Ernsthaft? Och, komm. Oh Mann, ey. Elfter. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich... Ja, komm, halt's Maul, ey. Ist das ein Scheiß? Hätte ich nicht meinen Frontflügel verloren und hätte Verstappen mich nicht gedreht. Hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht es ganz gut. Ich hab Pokal. Ich hab Champagne. Nee. Dieser Pedo-Blick gerade. Oh, rechts Verstappen, ey. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Und ich hatte auch noch die schnellste Runde. Ich finde, heute hat sich Max Verstappen diesen Titel verdient. Ne, auf keinsten, ey. Er hat sich überhaupt nichts verdient. Ein Arschtritt hat er sich verdient. Naja, Dritter bin ich jetzt. Und Konstrukteur, Vierter. Ja, ich bin der Einzige, der eigentlich Punkte sammelt, weil Nasris scheiße ist. Und diesmal konnte ich... Mann, das ärgert mich, dass ich da die Zeitstrafe gekriegt habe. Ernsthaft? Ich meine, so viele Kurven habe ich doch gar nicht abgeschnitten, oder? Nee. Ja, zweiter Fahrer. Ich muss mal hier erster Fahrer werden. Ich hole mehr Punkte ran als unser lieber Freund Nasr. Aber, naja. Es war eigentlich ein ziemlich gutes Rennen. Es ist eigentlich sauber gelaufen. ich habe mein Ziel erreicht. Ich sollte als Elfter beenden. Nee, als Zwölfter soll ich beenden. Und ich habe es sogar auf den Elften geschafft. Das ist eigentlich schon mehr, als man im Team sauber erwarten kann. Die Anfangserforderung war 19. werden am Ende des Rennens. Naja, diesmal sollte es nicht so sein. Wir gucken mal, was wir beim nächsten Rennwochenende holen können. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder im nächsten Rennen. Tschüss.